Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video meinem Kanal und heute zum Waffenguide zum SR2. Um dies überhaupt freizuschalten, braucht man erstmal das DLC Neville Strike und man muss 20 Boote zerstören. Das ging bei mir am besten durch die Javelin auf Perilous Storm. Das hat quasi dazu geführt, dass Perilous Storm nach der Möglichkeit des Freischaltens der Waffen quasi unspielbar war, weil einfach jeder eine Javelin hatte. Mittlerweile ist es wieder etwas gelegt, also wer sie jetzt spielt, wird nicht so sehr andere Spieler belästigen, wie es vorher war. Das ging einfach gar nicht. Jetzt, Javelin ist wirklich die einfachste Möglichkeit, auch wenn sie, naja, echt stark geworden ist und ganz schön fies ist gegen Boote. Schon beim Schaden zeigt diese Waffe, dass sie etwas speziell ist, und zwar 26 bis 12,1. 26 ist ja mal ein anderer Wert. Normal haben wir 25. Ob das so sein soll, frage ich mich gerade auch. Ich schätze mal, es wird noch geändert. Aber letztendlich ändert das nicht viel, und zwar jetzt immer noch 2 bis 5 Treffer in den Kopf, 4 bis 9 in die Brust und 5 bis 9 in die Beine. Also man braucht wirklich ein paar mehr Kugeln, um manchmal so einen Gegner tot zu bekommen. Der Drop-Off sieht so aus, dass der bei 10 Metern anfängt, das heißt sogar wir machen bis 10 Metern 26 Schaden. Ab dann fällt der Schaden ab, und zwar bis 60 Metern, und heißt ab 60 Meter machen wir nur noch einen Schaden von 12,1. Die Feuerrate ist doch sehr hoch, mit 900 Rounds per Minute können wir also schon recht schnell Gegner umlegen. Doch die Kugelgeschwindigkeit macht dann wieder so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Im Nahkampf merkt man die ja quasi gar nicht. Aber auf Distanz sind 310 Meter pro Sekunde. Eieiei, das ist richtig wenig. Man muss extrem vorhalten. So was Niedriges hat, glaube ich, kaum eine andere Waffe. Auch die Reichweite ist dabei ganz schön gering. Mit 465 Metern können wir direkt erkennen, für Distanz ist die Waffe wohl eher, naja, weniger geeignet. Die Kapazität ist ganz okay, mit 30 plus einen Schuss hebt sich da nicht besonders hervor, ist halt so ein normales Modell, wie wir es eigentlich kennen. Die Nachladezeit ist für so eine Nahkampfwaffe nicht ganz so gut, und zwar mit 2,6 Sekunden, wenn noch eine Kugel im Lauf ist, und wenn die Waffe ganz leer ist, 3,5 Sekunden, ist es im Nahkampf doch sehr ungünstig teilweise, seit 3,5 Sekunden, da kann viel passieren in der Zeit. Da muss man also schon mal nach dem Nachladen oder während des Nachladens kurz in Deckung gehen. Auch beim Rückstoß macht sich die Waffe doch eher schlecht. Und zwar nach oben mit 0,29 ist noch in Ordnung, aber nach links und rechts jeweils 0,45 ist grausam. Das ist fürchterlich. Die Waffe wackelt hin und her, ist nicht kontrollierbar, weil es auf beiden Seiten gleich stark ist und einfach nur nervig in dem Sinne. Der Multiplikator beim ersten Schuss ist 2,3. Das ist, eieiei, auch Mittelmaß, geht noch klar, kann aber halt auch bei so einer Waffe, wo man viel Mini-Bursten muss, auch zum Problem werden. Die Streuung zeigt uns nochmal, dass es wirklich eine Nahkampfwaffe ist, mit 0,4 im Visier, wenn ich mich nicht bewegen sollte, und wenn ich mich bewege 0,8, ist ganz normal. Das ist, naja, auf Distanz natürlich wieder schlecht, im Nahkampf nicht so das Problem. Aber aus Dürfte zeigt sie nochmal ganz gute Werte mit halt jeweils 1,0, falls ich mich irgendwie nicht bewegen sollte, und in Bewegung ein klein wenig höher. Das sind wiederum Top-Werte, also da kann ich aus Dürfte super doll schießen, da ist sie wirklich schon genau, kann man sagen. Und der Streuungsanstieg ist auch recht gering. Mit 0,091 ist es auch gar nicht so hoch. Das geht eigentlich auch noch völlig in Ordnung. Jedoch trotzdem bei der Waffe längere Bursts, trotz diesen niedrigen Anstiegs, nicht so zu empfehlen. Bei den Aufsätzen können wir diesmal nur 3 Stück auswählen. Und bei der Nahkampfwaffe empfiehlt sich natürlich ein Nahkampfvisier. Das erste, was man bekommt, ist das Cobra. Das kann man auch direkt lassen. Wer später einen Coyote freischaltet, nimmt halt das Coyote. Ist auch völlig in Ordnung. Dann habe ich den Laser. Und der Laser ist momentan ja auch so ein Thema. Ihr hört den Laser in meinen letzten Waffenguides immer weniger. Das hat einen guten Grund. Der Laser ist ja nicht mehr ganz so stark und blendet doch sehr. Bei PDWs würde ich noch raufpacken, außer A's Wahl. Bei Nahkampfkarabinern kann man ihn noch nehmen. Und bei Bullpup-Sturmgewehren vielleicht noch. Der ganze Rest kann der Laser mittlerweile eigentlich weg. Also auch was ich früher in meinen ersten Waffenguides gesagt habe, wo ein Laser rauf soll, könnt ihr mittlerweile wegpacken. Bei einer SR2 kann da aber dennoch draufbleiben. Danach habe ich entweder gar nichts oder man nimmt den Schalldämpfer. Der Schalldämpfer sorgt zwar dafür, dass die Kugelgeschwindigkeit unfassbar niedrig ist. Ihr müsst aber denken, im Nahkampf ist das nicht so schlimm. Also ich finde auch eine Kugelgeschwindigkeit mit so einem niedrigen Wert. Im Nahkampf finde ich das noch gar nicht so schlimm. Vor allem, ihr müsst bedenken, ihr seid halt gerade im Nahkampf. Überall sind Gegner um mich herum. Und dann den Schalldämpfer zu haben und nicht aufzufallen, ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Wenn natürlich die Gegner weiter weg sein sollten, ihr doch irgendwie Eroberung groß spielt, dann den Schalldämpfer vielleicht doch weglassen, weil, naja, Gegner auf Distanz, den trefft ihr doch eher weniger. Den Griff kann man hier nicht aussuchen, das ist einfach ein vertikaler Griff. Der hat natürlich seinen Vorteil, dass man so ein bisschen in Bewegung ein bisschen genauer ist. Ist bei der Waffe ganz passend. Ich hätte vielleicht sonst sowas wie einen Rundgriff genommen, aber es geht halt nicht. Der vertikale Griff, der bleibt. Und der macht seinen Job halt auch ganz gut.
Insgesamt kann man zur SRR-2 sagen, sie ist halt eine Nahkampfwaffe auf Distanz. Diese langsame Kugelgeschwindigkeit, die nicht so gute Streuung und auch der unangenehme Rückstoß macht einen das ganz schön schwer. Dann hat sie ein recht komisches Schadensmodell mit diesen 26 Schaden, was einen wiederum aber nicht so sehr stört. Man sollte einfach im Nahkampf mit der Waffe bleiben, da ist sie schon ein Biest, hat mit der MP7 zwar eine sehr starke Konkurrenz und ich würde sagen, die MP7 gewinnt da auch. Doch die SR2 mit so Tap Fire, also Mini Burst, kann man sie mal ausprobieren und vielleicht gibt es ja auch einen, dem sie gefällt. Ich persönlich würde sie eher nicht so empfehlen. Ja, das war's mit diesem Waffenguide zum SR2. Nächste Woche kommt dann irgendeine andere DLC-Waffe. Ich suche mir einfach meine aus. Oben rechts kommt zum letzten Waffenguide zum SAR21 und unten rechts kommt ihr zu meiner Battlefield 4 Trivia-Folge. Man sieht sich, haut rein, Leute. Ciao.